Hallo, wir beginnen heute mit einem neuen Lernbereich. Dieser trägt den Namen Darstellen und Berechnen von Prismen und Pyramiden. Aus den vorangegangenen Schuljahren solltest du wissen, was ein Prisma ist und was nicht. Hier siehst du links zwei Prismen, ein gerades und ein schräges. Das rechts ist kein Prisma, weil die Grundfläche nicht der Deckfläche entspricht. Also das ist kein Prisma. Du solltest weiterhin wissen, wie man ein Körpernetz eines Prismas zeichnet. Ebenso, wie man Schrägbilder von Prismen zeichnet. Zuletzt sollte dir auch klar sein, wie man das Volumen und den Oberflächeninhalt von Prismen und zusammengesetzten Körpern berechnet. Zur Wiederholung kannst du das Arbeitsblatt mit dem Namen Wiederholung dazu bearbeiten. In diesem Video geht es um folgende Fragen. Was ist eigentlich eine Pyramide und wie berechnet man das Volumen einer Pyramide? Sicherlich fallen dir sofort die mächtigen ägyptischen Bauwerke ein, die vor über 4000 Jahren als Grabstätte der Pharaonen erbaut wurden, aber Pyramiden können auch etwas anders aussehen. Hier siehst du beispielsweise eine fünfseitige und eine sechsseitige Pyramide. Aus Klassenstufe 6 weißt du, was ein gerades Prisma ist. Ein Körper mit zwei zueinander parallel liegenden kongruenten N-Ecken als Grund- und Deckfläche und N-Rechtecken als Seitenflächen bezeichnet man als gerades Prisma. Hier siehst du einige. Das ganz links ist also ein dreiseitiges Prisma, das zweite ein vierseitiges, jetzt haben wir hier ein fünf- und ein sechsseitiges. Ganz allgemein spricht man also von N-seitigen Prismen. Genauso funktioniert das auch bei Pyramiden. Haben wir also ganz links hier eine dreiseitige Pyramide, dann hier eine vierseitige als zweites, eine fünfseitige als drittes und letztlich natürlich noch eine sechsseitige Pyramide. Die Oberfläche einer Pyramide besteht damit aus einem N-Eck als Grundfläche, bei der hier ganz links also einem Dreieck, ja, und einer Mantelfläche, die sich diesmal nicht aus Rechtecken wie bei den Prismen zusammensetzt, sondern aus Dreiecken besteht. Und die Höhe der Pyramide wird durch die Verbindungslinie von der Spitze, ich gehe mal in die zweite Pyramide S, und dem Lotfußpunkt, der wird manchmal mit F, aber auch manchmal mit O bezeichnet, bestimmt. Diese Höhe ist natürlich senkrecht zur Grundfläche. Das ist hier in allen vier Pyramiden schön zu sehen. Wir haben also eine Grundfläche, eine Höhe und eine Spitze der Pyramide. Somit können wir definieren, was eine Pyramide ist. Ein Körper mit einem N-Eck als Grundfläche und N-Dreiecken als Seitenflächen bezeichnet man als Pyramide. Diese Darstellung solltest du in deinen Merkteil übernehmen. Nun habe ich bereits gesagt, dass es verschiedene Pyramiden gibt. Ähnlich wie bei den Prismen unterscheidet man auch schiefe und gerade Pyramiden. Entspricht der Lotfußpunkt, dem Mittelpunkt M der Grundfläche, so spricht man von einer geraden Pyramide. Das ist hier in der Mitte der Fall. Wenn der Lotfußpunkt nicht der Mittelpunkt ist, dann sprechen wir von einer schiefen Pyramide. Hier beispielsweise ginge die Linie, die Höhe sozusagen, außerhalb der Grundfläche nach unten. Und ist zusätzlich die Grundfläche ein regelmäßiges N-Eck, wie hier ganz rechts ein regelmäßiges Dreieck, so spricht man von einer regelmäßigen N-seitigen Pyramide. Für N gleich 4 wäre das dann eine quadratische Pyramide. In Übung 1 kannst du überprüfen, ob du Pyramiden von Prismen und anderen Körpern unterscheiden kannst und dir eine richtige Typisierung der Pyramiden gelingt. Hier sind dann sowohl Schrägbilder als auch Körpernetze von Pyramiden dargestellt. Kommen wir nun zum zweiten Teil, dem Volumen einer Pyramide.
Das Volumen eines Prismas können wir bereits berechnen. Hierbei haben wir die Grundfläche AG mit der Höhe des Prismas H multipliziert. Also wie du hier oben siehst, AG mal H. Das funktioniert bei allen Prismen, egal ob gerade oder schräg. Aber auch hier liegt dann die Höhe teilweise außerhalb. Wie ist das nun bei Pyramiden? Wir haben hier rechts mal ein systematisches Bild einer Pyramide mit der Spitze, einem Fußpunkt O und ja, den Eckpunkten A, B, C und D. Schauen wir uns dazu ein Video an. Du hast sicherlich erkannt, das Volumen einer Pyramide ist oder passt dreimal in das Volumen eines entsprechenden Prismas mit gleich großer Grundfläche. Daher können wir für das Volumen einer Pyramide folgende Volumengleichung aufstellen. Das Volumen einer Pyramide mit der Grundfläche AG und der Körperhöhe H ist gleich dem dritten Teil des Produktes aus der Grundfläche und der Höhe. Auch diesen Teil solltest du in den Merkteil übernehmen. Um dich optimal für die Stunde vorzubereiten und zu überprüfen, ob du mit der Volumenformel umgehen kannst, solltest du Übung 2 angehen. Damit sind wir mit dem Video auch schon am Ende. Für die Bücher habe ich hier noch die Quellen angegeben, auch für das Video. Wenn Fragen sind, am Anfang der nächsten Stunde oder wenn es dringend ist, einfach eine Mail schicken und dir wird weitergeholfen.